Ich komme aus einer Mafia-Familie. Und mein Vater, der hat sich einen Kopfschuss gegeben, da war ich ein Jahr alt. Meine Mama hat Auschwitz überlebt. Ich habe ein gutes Leben gehabt und wir waren reich, also wir hatten keine Geldprobleme soweit. Und da fingen bei mir die Nöte an. Ich habe manchmal so eine Sehnsucht gehabt, da habe ich mir ein Auto gekauft für 60.000, obwohl ich das gar nicht hatte. Ich hatte 30.000 Mark und habe mir ein Auto für 60.000 gekauft. So war das mit allem, was ich gemacht habe. Ich war wirklich kein Guter, ja. Ich habe alles ausgenutzt, womit ich an Geld komme. Ich habe die Leute ausgenommen. Ich habe dann auch viel Geld bekommen irgendwie, auf irgendeine Weise. Aber ich habe gemerkt, dass das Geld und die großen Autos nicht das war, was mein Herz erfüllt hat. Ja? Es war immer in meinem Herzen eine Leere, was ich mit nichts füllen konnte. Ja, wo ich mein Leben wirklich keinen Sinn mehr hatte, ja? Wo ich wirklich am Ende war mit allem, wo ich keine Kraft mehr gehabt habe zum Leben, wo ich mit nichts mehr zu tun haben wollte, wo ich mir mein Leben nehmen wollte. Da habe ich zu einem Gott geschrien, den ich gar nicht kannte. Ich habe zu Gott gerufen und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann komm und helf mir. Und wenn du mir helfen kannst, dann lebe ich mit dir. Wie ich das aus meinem Herzen gesprochen habe, weil er war mein einziger Faden, meine einzige Schnur. Ich wusste nicht weiter und hat mich Gott berührt. Ich wusste aber nicht, dass mich Gott berührt hat. Ja, ich habe das nicht verstanden, dass es Gott ist, aber ich habe auf einmal angefangen zu weinen. Ich habe Herzklopfen bekommen. Ich habe mein Herz bald hier oben am Hals gehabt und ich wusste nicht, was passiert. Und 4, 5 Wochen später stehe ich vor einem weißen Kreuz mit Jesus drauf und ich schaue mir diesen Jesus an. Und auf einmal spricht eine Stimme zu meinem Herzen, die sagt, mein Sohn, ich habe dir gegeben, worum du gebetet hast. Und jetzt gib mir das, was du mir versprochen hast. Und ich sagte, Gott, du bist ja echt. Du lebst, du bist ein echter Gott. Und jetzt werde ich meine Pistole verkaufen und nur noch für dich leben. Und dann spricht die Stimme wieder zu meinem Herzen und sagt, mein Sohn, wenn sich mit dieser Pistole jemand was antut, dann bist du verantwortlich. Und ich sagte, ja Gott, du hast recht. Und wie ich wieder in Neuwied war, habe ich meine Pistole klein gemacht und habe sie dann reingeschmissen. Und seit diesem Tag fing ein neues Leben an für mich. Ich würde nie mehr eine Minute in das alte Leben zurückgeben. Denn das, was mir Gott geschenkt hat, dieser Frieden, diese Liebe, diese Ruhe, das konnte ich mit Geld und Gold und sonst was auf der Welt nicht erreichen. Ich habe ihn von Herzen gesucht. Ich habe einfach Gott von meinem Herzen gesucht. Und das hat Gott gesehen. Und nach meinem Herzen hat er mir geantwortet. Das hat mein Leben radikal auf den Kopf gestellt.